Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil HD Remaster Remake. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal weiter hier im Herrenhaus unterwegs, haben ein paar Helmtüren erkundet und waren dabei, da oben den Adler auszutricksen, um den gelben Edelstein für den Tiger zu bekommen. Die erste Hälfte haben wir davon ja auch schon geschafft und jetzt machen wir es. Und jetzt holen wir uns mal den roten Edelstein, der da noch ist. Ne? Das war ja hier vorne. Und genau, tricksen wir mal den Adler weiter aus hier. So. genau hier. Dieser Adler da vorne. So. Und da vorne habt ihr gesehen. Na komm. Komm, fixier dich hier. Los. Genau. Und jetzt wirklich... Nein! Die Tische sind wieder verstellt. Okay, ich verstehe, Freunde. Die Tische sind wieder verstellt. Alles klar. Das ist nicht weiter schlimm. Der Adler darf uns tatsächlich nicht anschauen, wenn wir diesen Edelstein da oben haben wollen, weil er noch blinkt gerade. Ich bin mal gespannt, ob wir den so kriegen, verdammt. So, dann geh schneller. Geh hoch! Was machst du denn? Und ihr? Ah, ja, und wir haben den roten. Dankeschön. So, roter Edelstein hier. Dann war's das, oder? Das war's hier in dem Raum, ja. Sehr gut. Ja, und dann kann der Adler uns jetzt da gestohlen werden. Dann kann er sich da ruhig hin und her drehen. Das ist uns egal. Wir haben das, was wir brauchen, nämlich unsere Edelsteine, genau. Dann würde ich vorschlagen, wartet mal. Aber wir haben jetzt einen roten und einen gelben. Wozu haben wir denn jetzt noch einen zweiten roten Edelstein? Das ist die Frage, die mich jetzt mal interessiert, ne? Ich meine, ein roter Edelstein. Ich meine, beim Tigerkopf haben wir ja schon einen eingesetzt. Aber nun gut, nehmen wir einfach den... Ah, Moment. Wir wollten das doch strukturiert machen. Moment, Moment. Genau, die Munition bitte ablegen. Oder das rote Kraut. Ah, Moment, ich bin so... Oder was wollten wir ablegen? Ich wollte noch irgendwas ablegen. Den Schlüssel, das hier, die Munition. Die Schrotmunition kann ich ablegen, genau. Weil wir brauchen keine, nicht mehr als 16 Schuss hier. Genau, Gewehrmunition. So, können wir nämlich da oben in aller Ruhe die Kräuter einsammeln gleich. Und ja, da bin ich mal gespannt, was der Tiger uns jetzt da offenbart mit dem zweiten Auge. Alter! Boah, ja. Ich wusste doch, dass hier irgendwann mal was rauskommt. Und da kommt hier tatsächlich was raus, ey. Ihr seid ja wohl... seid ihr bescheuert. Und der braucht 3 Schuss. Oh, meine Fresse. Boah, ey. Die Musik ist immer noch da. Ne? Dieser Gang. Ich habe immer wieder gesagt, hier kommt was raus. Und da kommt noch einer. Und ich laufe einfach weg. Einfach weg. Ja, jetzt ist da was rausgekommen tatsächlich. Hunter. Ein Hunter. Oh Gott. Okay. Wenn es jetzt wie im Original ist, dann ist da drinnen auch einer. Da ist aber diesmal oh, danke. Da ist aber keiner diesmal. Nein, okay. Im Original stand hier ein Hunter drin. Deswegen. Ah, ich hasse die Dinger. Die sind so eklig. So, hier, Mr. Tiger. So, hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts, genau. Ah, wartet mal, wenn wir das rote einsetzen, passiert, kriegen wir dann einen Bonus? Sorry, ich muss nochmal zurück. Das würde ich jetzt nochmal gerne wissen. Was passiert, wenn wir das rote einsetzen? Macht er dann überhaupt was? Oder ist das wirklich für was anderes, der rote Edelstein? Ich nehme jetzt einfach nochmal den roten mit, aber ich schieße erstmal auf den Hunter. Oder ist der jetzt weg?
Nee, er ist da. Ich höre ihn. Ah, ich weiß, wo der auf uns wartet. Hört sich mal die Geräusche an. Ah, hört sich richtig tierisch an, ey. Dieses Biest. Okay. Er bewegt sich. Da hinten. Okay. Alter, der wollte uns gerade anspringen. Aber er kann uns nicht köpfen, weil... ekliges Ding. Er kann uns nicht köpfen, weil wir im grünen Bereich sind. Ja, das geht nicht, mein Kollege. Okay, gut. Kam er auf einmal um die Ecke geschissen. Das war geil. So, dann gucken wir doch jetzt nochmal, wie gesagt, ich würde gerne das ausprobieren, das rote Auge mal da einzusetzen. Mal gucken, was dann kommt. Weil es ist ja doch interessant, dass wir hier, ja, diesen roten Edelstein noch bekommen haben, obwohl wir den eigentlich gar nicht hätten brauchen können. Ne? Für den Tiger. Deswegen. Ja, aber ist ja in der Nähe, von daher können wir das ruhig checken. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt beim Resident Evil HD Remaster Remake. Ja, wir haben das Herrenhaus fast abgeschlossen, tatsächlich. Sind jetzt noch ein paar Türen. So, Tiger. Der Rote. Was? Oh. Was? Okay, da kommen Schlangen raus. Ah ja. Haben wir das jetzt verkackt mit dem Tiger? Weil dann würde ich das Spiel jetzt nochmal laden, tatsächlich. Nee. Der rote Edelstein liegt hier. Roter Edelstein. Wir kriegen ihn wieder. Dann nimm aber den gelben. Ah, und danach dann den roten, oder was? So, was haben wir da? Oh, das ist eine Modisk. Eine Modiskette. Für ganz später. Und die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem roten Edelstein? Können wir den dir nochmal irgendwo hingeben? Oder was ist hier los? Brauchen sie nicht. Okay. Hier ist eine Inschrift, ja. Wozu brauche ich den? Naja. Prüfen wir mal diese Modiskette. Es scheint sich um eine Art Boot-Diskette zu handeln. Ja. Ihr seht, da ist ein Umbrella-Zeichen drauf. Parasol. Sehr neueste Technik. Technik begeistert. Auf jeden Fall brauchen wir die für ein ganz bestimmtes Sicherheitsschloss. Aber das dauert zum Glück noch eine richtig fette Weile, bis wir die brauchen. Die Musik hier erinnert mich so ein bisschen an Star Wars. Ich weiß auch nicht warum. So, dann haben wir tatsächlich den unteren Linkbereich des Herrenhauses. Fertig. Ja. Mehr ist hier nicht, hier unten. Dann gehen wir als nächstes da oben in den roten Bereich. Da kam hier echt die Hand da rausgeschossen, ey. Mann. Ja, und immer als ich gedacht habe, da kommt was, kam nix. Und dann, wo ich es nicht damit gerechnet hätte, kam natürlich was, ne? Das ist wieder typisch wie Riesen für Resident Evil. Ja, diesen Dings, diesen roten Edelstein, keine Ahnung, wofür wir den brauchen. Story-Items habe ich jetzt gerade in der Mitte liegen, das ist auch nicht gut eigentlich. Aber jo, passt schon. So, dann. Ah, wir haben da oben noch... Ah, ne, da oben liegt auch noch... gut, zwei Grüne liegen da oben, ne? Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal hoch. Machen wir mal da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. So. Ich muss sagen, wir kommen erstaunlich gut voran. Also, wir sind jetzt ungefähr... ja, ein bisschen über der Hälfte, würde ich sagen, des Spiels. Und, aber glaub mir, das wird noch stressig genug, also... So. Das wird noch sehr stressig, dieses Spiel. Glaubt es mir einfach, wenn ihr das Original gesehen habt. Ich glaube, das hier wird nochmal anstrengender.
Weil es ja ein Reback ist und nicht das Original. Ja, von daher, da kommt bestimmt noch was, womit ich überhaupt nicht rechne und dann ein Problem habe. Gott, gehen wir hier vorne rein. Die ist ja eh offen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Munition. Magnum-Munition. Eine Blendgranate. Eine Batterie, was für ein netter Raum. So, aber erstmal die Kräuter zusammenmischen da draußen. Ja, wobei, wartet mal. Ich kann einen Shotgun-Schuss verschießen. Und dann kann man einen Shotgun-Schuss quasi verballern. Und dann kann man die Magnum-Muni auch noch mitnehmen. Und die Batterie. Meine Güte, was für viele Items hier. So, genau, wir waren ja hier. Und hier vorne liegen... Ach, shit. Den Zombie muss man verbrennen. Oder lassen wir den hier liegen? Ich denke mal, wir lassen den hier liegen. Der kann gerne zu einem Crimson Head werden. Ich meine, wir haben genug Munition. So. Und auch mehr als genug Heil, wie ihr seht. Also, das hat seinen Schrecken tatsächlich verloren hier so ein bisschen. Kombiniere das damit. So. Er bringt aber nichts. Wir müssen trotzdem runter zum Safe-Raum. Da ist ein Riesenraum, ne? Kommen wir da überhaupt rein? Warte mal, kommen wir da rein? Ich meine, wir waren ja hier vorne noch gar nicht. Eine asiatisch anmutende Bildrolle hängt an der Wand. Das Bild selbst ist jedoch im abendländischen Stil. Okay. Können wir hier rein? Der Türgriff ist kaputt. Er wird sich wohl nicht öffnen lassen. Oh. Oh, das heißt, wir kommen hier gar nicht rein. Na, interessant. Hm. Frage. Okay. Dann haben wir jetzt halt nur noch hier vorne die Munition, ne? Aber die Batterie werde ich schon mal mitnehmen. Weil dann legen wir das Zeug direkt ab. Und dann gehen wir hier hoch nochmal für die Munition. Ja, hin und her gerenne mit Chris, ne? Gut. Das Regal ist voller eingestaubter Requisiten und ein Hirschgeweihe. Ja, aber da vorne liegt was. Die Batterie. Das Regal, ja. Batterie für draußen. Genau. Und wir sind inventarmäßig voll. Aber ich meine, ist es ja gut, dass hier die Munition rumliegt, ne? So. Dann stapfen wir nochmal wieder hinten rein hier. Legen das Zeug ab. Ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie ich es nach wie vor hier auflebe, an einem Sonntagabend mittlerweile. 21:45. Das war doch hier, oder? Also müsste ich den Weg eigentlich kennen. Und, ja, mir geht's sehr gut. Nein, das war natürlich die falsche Tür. Verdammt. Fail. So, wo war denn jetzt die Tür? Aha, okay. Ne, bin so weit gelaufen, ich Idiot. Hier die. Ja, okay. Ja, und, wie gesagt... Mir geht's sehr gut. Es wartet zwar wieder eine neue Arbeitswoche auf mich, aber Dienstag ist ein schönes Firmen-Event. Beziehungsweise, es war gestern, weil ihr diese Folge ja an dem Mittwoch seht. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird cool. Muss auch mal sein. Zwischen dem grauen Arbeitsalltag. So, dann. Chris, du müsstest dir eigentlich einen Rucksack anschaffen, ey. Das geht gar nicht weiter so. Okay. Sollen wir komplett ohne Heilung rumlaufen? Nee, ich nehme ein rotes Kraut erstmal mit. So, Batterie hier unten hin. Da können wir das Zeug abholen, die Munition. Und dann nochmal hier hin stapfen und dann auf die andere Seite. Meine Güte. Wie gesagt, Chris bräuchte echt eine Handtasche oder so. Aber gut, ist halt von dem Spiel hier so gewollt, dass man ein bisschen hin und her läuft. Verbringt man ein bisschen mehr Zeit im Herrenhaus, finde ich da auch mal cool.
Und ja, bin ich mal gespannt, was wir da in der Tür in der Haupthalle noch haben, ne? So, das war ja dann die Tür geradeaus rein, genau. Weil es gab ja noch diese Tür in der Haupthalle, wo wir zwei Medaillons brauchen, genau, von Umbrella. Und, das Ganze ist ziemlich mysteriös. Ich will jetzt auch diesen einen Shotgun-Schuss eigentlich nicht verballern. Nein. Deswegen nehme ich die jetzt einfach mit. Lade einfach mal meine Waffe nach. So, Chris, nachladen bitte. Wie gut, dass es dafür jetzt eine Tastenkombination gibt. Und dann nochmal runterstapfen und den einen Shotgun-Schuss und die Magnum nie weglegen. Da ist ja erst nichts mehr, ne? Naja. Ja, dann haben wir die linke Seite bis auf die eine Riesentür. Ja, erkundet. Bin ich mal gespannt, ob wir da noch reinkommen oder ob das nur für Jill ist, diese Tür. Ich meine, das kann ja auch alles sein, ne? Dass diese Tür gar nicht mit Chris zu öffnen ist. Genau wie theoretisch die Tür in der Haupthalle. Aber gut, warten wir einfach mal ab, was jetzt hier noch passiert. Ich meine, ist ja ein Remake, da kommt ja immer wieder was Neues. Glock, 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 glock. Mein Lieblingssound hier. So. Ah, dann gehe ich hier rein. Mein Gott. Den eigenen Shotgun-Schuss ablegen. Die Magnum-Schuss kombinieren. Genau. So. Ja, wir haben die Magnum-Revolver. Und 12. Und auch nochmal 18 Magnum-Schuss. Also, ich glaube. Und hier auch nochmal einen. Ich glaube, wir sind gut gerüstet hier. Und irgendwie 20 Heilung oder so. Also, das passt schon. Gut. Wie laufen wir jetzt am besten? Also, linke Seite ist komplett. Rechte Seite. Ach Gott. Ah, okay, ja, Haupthalle. Haupthalle, Haupthalle, wie kommen... Ah, okay, ich weiß wie. Hier vorne rum. So, dann Haupthalle, wir kommen. Gucken wir uns mal die eine Tür da ganz auf der anderen Seite an. Das war, glaube ich, eine Helmtür, weil das ist jetzt tatsächlich auch die letzte Tür, die hier verschlossen ist, ne? In dieser ganzen Villa. Also in dem Herrenhaus. Und das ist schon... Richtig cool. So, hier stehen jetzt Hunter, denke ich mal, oder? Gott, was ist das jetzt wieder für eine Star Wars-Mucke hier? Richtig cool. Hier gab es ja auch nichts mehr, ne? Ne, hier gab es auch nichts mehr. Okay. Und was mit dem roten Edelstein ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach, es gab ja auch noch diese Spencer-Tür. Dann ist das gar nicht die letzte, die hier verschlossen ist, ne? Hier vorne die Tür. Da! Helmschlüssel. Oh! Wir brauchen den tatsächlich nochmal. Wo denn das? Ach, da unten! Oben! Warum ist denn jetzt im ersten OG wieder was los? Warum ist denn jetzt im Keller wieder... Keller liegt noch was für uns, ne? Da liegt noch ein grünes Kraut eigentlich, was ich mir noch mitnehmen will. Ja. Super, ne? Gut, aber gehen wir jetzt erstmal hier rein. Was ist denn das für ein stylischer Raum hier? Oh Gott. Darin liegt ein undefinierbares Organ. Das ist jetzt gar nicht mehr so stylisch. Es könnte von einem Menschen oder von einem Tier stammen. Oh. George Travers Diary. Ja, das ist, hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Okay, das hier... Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Aha. Ja, das sieht aber beweglich aus irgendwie, ne? Undefinierbares Organ.
Was haben wir denn hier, Mensch? Farbbänder. Okay. Die Schublade ist leer. Ja, hier liegen auch undefinierbare Organe rum. Und das war's auch schon. Hä? Können wir hier nichts machen? Doch, da kommt man irgendwann hin. Warte mal, geh mal ein bisschen. Da kommt man irgendwann hin. Guckt mal, da ist noch ein Bereich. Irgendwann kommt man da hin. Ah, da ist aber auch noch ein Bereich, den wir noch neu... Aha, okay, ich verstehe. Hier in diesem Bereich waren wir auch noch nicht drin. So, dann bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas Böses... Wow! Was? Spiegelbild! Um Gottes Willen. Ah. Ja gut, dann mach hier den hier. Mach hier ihn hier. So. Hab ich mich erschreckt. Ach, aber guckt mal. Hier liegt auch ein... Ach, der Raum ist das. Ah, ich verstehe schon. Ja, okay. Ein Dolch. Das grüne Kraut hier können wir direkt mischen tatsächlich. Hier lag nämlich im Original ein Schlüssel drin. Ne? Oder ein Schrank, der nicht aufzumachen war. Was haben wir hier jetzt drin? Ein Schmuckkasten. Ah ja. Ach, guck mal, dahinter ist auch... Ach so. Hä? Da unten ist auch nochmal ein Raum. Da gehen wir gleich nochmal kurz hin. Aber was hat's denn hiermit jetzt auf sich wieder? Es gibt eine runde Aushöhlung von etwa 4... Ah! Keine besonderen Merkmale. Aha. Das sieht interessant aus. Aber eine runde Aushöhlung von ca. 4 cm. Der dir... Ah. Das sieht so aus, als würde hier das Ding von da oben reinpassen. Da können wir das aufmachen. Aha, okay, ich verstehe schon. Ja, das ist interessant, das Ganze. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nichts kommt. Was ist das hier eigentlich? Ein kunstvoll verzierter Globus. Okay, da steht die Nummer 22 an der Wand. Jo, das war's schon. Das war's schon hier mit der Tür. Höchst interessant. Und da können wir uns mal langsam in die rechten Flügel hier bewegen. So, und dann gucken wir doch jetzt mal. Müssen wir tatsächlich jetzt noch dem Zombie da drin Besuch abstatten? Ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Müssen wir den jetzt echt kaputt machen, oder was? Ich will den leben lassen, aber... Ja, komm, da musst du jetzt halt dran glauben. Okay, mach eh. Mach eh. Nein, das wollte ich nicht. Okay, dann... Okay, dann... Chris, schießt du bitte auf den Zombie drauf. So, danke. Okay, da haben wir den jetzt leider doch kaputt machen müssen. Weil irgendwas ist doch dahinter. Das habe ich am Anfang total übersehen hier. Ja, das ist hier. Da ist doch... Da ist irgendwas hinter. Ach nein. Da ist irgendwas hinter. Düsteres Gemälde des Hauses. Was ist hier noch? Nö. Irgendwas ist dahinter. Da kommen wir. Wartet mal. Können wir das anzünden? Nee. Hä? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt in Richtung Speicherraum. Na gut, okay, das ist ja kein Problem. Dann können wir den Tisch auch wieder nach vorne schieben. Dann hat dieser Zombie das also auch nicht überlebt. Na gut. Dann machen wir hier halt alle Zombies kaputt. Ich meine, wir haben ja genug Modi. Ne? Von daher, und hier kommt jetzt... Hier ist jetzt auch eine Musik. Also denkt man nicht, dass jetzt hier noch was passieren wird.
So. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns das nochmal an da hinten. Ist ja hier, oder? Ach. Ah, das mit dem, der Kram mit dem Kerosin und so, das. Ja, klar. Meines Willen. Ja, kommt nur her. Wir haben genug Woody. Da drin ist auch noch einer. Wow. Oh Gott. Oh Gott, lauf weg, ey. Wow. Wow. Boah. Okay, da rennen sie hier rum, die Hunter. Zum Glück habe ich die Shotgun mitgenommen, ey. Ohne Witz. Puh. Okay, das war aber gut. Das war eine gute Kampfszene. Da bin ich echt stolz drauf gerade, dass sie mich nicht getroffen haben. So, hier. Hier ist ja unser Safe-Raum. So, dann legen wir mal das Zeug ab. Hier haben wir nämlich auch schon beiseite geräumt. Genau. Oh, ekelhaft. Zwei Stück auch noch. Aber okay, so, da sind wir wieder in unserem altbekannten Speicherraum. Die Farbbänder können weg. Roter Edelstein, ich glaube zwar nicht, dass das geht, aber. Doch! Okay, es ist doch der rote Edelstein. Wie jetzt? Wählen Sie einen Teil aus. Setzen Sie das Teil ein. Cool. Wenn Sie ein Teil. Ah, das ist so ein Rätsel. Okay, ja gut. Nein. Nein. Puzzle. Wir können Puzzle. Das ist cool. So, dann passt das ja in die Mitte rein, oder? Das kann man aber. Kann man das drehen? Nee, kann man leider nicht. Nee, dann. Puzzle beenden. Cool. Was ist das denn? Das ist geil. Jetzt erwartet mal, das hier bitte einmal ausrüsten. Dolch bitte. Kombinieren da. Damit nochmal. So. Ah, das ist jetzt. Gehirnschmalz hier. Okay. Dann setzt das mal bitte nach oben. Nee, das passt so nicht. Unten? Oben? Fällt oben? Das war dann das da? Nee. Nee, das andere muss nach oben. Moment. Das hier muss ja ganz klar nach oben. So, Teil einpassen. So, dann haben wir das hier. Moment, haben wir das hier? Das müsste ja dann. Ach, man kann's. Ah, man kann die Sachen umdrehen. Okay. Ah, ich verstehe. Gut, dann macht das Teil nochmal da raus. Setzen Sie das Teil ein. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Dann haben wir das so. Dann passt das so da rein, ne? Teil einpassen. So. Dann haben wir das hier. Z. Passt das? Nee, das passt. Wie rum? Ah, Moment. So? Passt das? Nee, passt nicht. Das ist geil. Das ist cool. Okay, wieder so eine Gedankenschmalzaufgabe hier. Okay. Vielleicht so? Teil einpassen? Dann das hier, dann. Hätte ich es gedacht. So da reinpasst, aber das passt ja nicht. Nee. So.
Nee. Wartet mal. Okay, das ist ein Rätsel, ja. Wartet mal. Okay. Dann haben wir doch das hier jetzt. Das passt doch dann. Verdammt. Nein, tut es nicht. Setzen Sie das Teil ein. Gute Frage, Freunde. Das muss auf jeden Fall irgendwie in die Mitte. Aha. Da ist aber auch ein Symbol drauf. Okay, Freunde. Ich würde mal vorschlagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge, weil die Folge voll ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.